Willkommen, meine Lieben, und mein Mikrofon. Willkommen auf der Citadel Station, wo wir jetzt die Sith ein bisschen auseinandernehmen werden. Etten ist Level Up, aber mit Etten wollen wir ja überhaupt gar nicht spielen. Etten entfernen. Also sicher mal den HK mitnehmen. Und hat er dir nicht gesagt, dass sie meine Schülerin sein möchte? Geht dann das? Das müsste ich mal schauen. Also sicher mal den HK-Druiden. Und darf ich mal mit dir reden? Warum seid ihr hier? Ich wollte mit euch reden. Wenn ihr gekommen seid, um mir Fragen über Arthas und die Akademie zu stellen, habe ich euch nichts zu sagen. Ich sehe, wo eure Loyalität liegt. Und wenn ihr auf ihrer Seite steht, könnt ihr nicht auf meiner stehen. Sie ist eine Sith. Sie hat gekämpft und wurde verführt. Sie dient einem schwierigen Meister, wie ihr auch. Warum vertraut ihr mir nicht? Ich würde euch überall hin folgen. Ich glaube an euch. Und doch hört ihr auf ihren Rat. Obwohl sie euch zu den Sith Lords führen, euch der Dunkelheit opfern würde. Und wenn sie mich zu meinem Herrschern führt, werde ich sie in ihre Herren töten. Sie und ihre Herren töten. Ihr antwortet auf ihren Verrat mit einem neuerlichen Verrat? Das ist das Ende unserer Beziehung. Ich helfe euch im Kampf gegen unsere Feinde, aber danach werdet ihr mich nie wiedersehen. Oha. Ich glaube, ich habe es mir komplett bei dir versaut. Ich wollte dir eigentlich irgendwie... Ah ja, Kreia ist raus. Irgendwie dazu hinkriegen, dass sie, mit mir kämpft. Keine Ahnung. Aber na gut. Was müssen wir denn überhaupt machen? Warte, er hatte gesagt, gerade zum Unterhaltungsmodul und dann zu den Dogs weiter vorkämpfen. Das habe ich noch im Kopf gehabt. Na, dann machen wir das doch. Ich muss kurz überlegen, wo wir hier nur sind. Ich muss euch für einige Zeit verlassen, um meine mandalorianischen Krieger zu sammeln. Wir stoßen vor dem Angriff auf die Ravager wieder zu euch. Bis bald. Seid auf der Hut. Ich ebne euch den Weg. Aber ich kann nicht ständig eure Hand halten. Oh mein Gott, Junge. Also Jungs, die TSF hat sich ein bisschen übernommen und jetzt müssen wir ihnen den Arsch retten. Ganz einfach. Wir müssen nur losziehen und eine Einheit Sith-Soldaten aufmischen. Los, verdienen wir uns unseren Sold. Okay. Ein paar Sith also killen. Ja, das wusste ich ja schon. Oh, ist hier viel los? Oh. Uiuiui. Oh, das gibt mir Leben. Ist ja ganz geil, die Fähigkeit. Sehr schön. Okay. Trotzdem müssen wir zum Unterhaltungsmodul. Dafür müssen wir in das Wohnmodul 082 Ost, genau. Ich hab's noch im Kopf, Leute, auch wenn es schon ziemlich lange her ist. Gott sei Dank seid ihr hier. Wir haben gegen die Sith keine Chance. Als sie ihre Stellungen gefestigt hatten, haben sie ihre Geschütztürme aufgebaut. Die machen uns fertig. Ein paar Geschütze haben wir zerstört. Aber diese Bastarde haben sofort neue Geschütze aufgestellt. Ihr müsst versuchen, sie zurückzutreiben. Erst wenn wir sie hier geschlagen haben, können wir ihnen den Rest geben. Gebt mir Deckung. Okay, an alle. Gebt dem Jedi Feuerschutz und rückt langsam vor. Wir bleiben dicht hinter euch. Viel Glück. Viel Glück. Okay. Let's go. Auf in den Kampf!
Sehr schön, das war's. Gut, hätten wir aufgeräumt hier. Jetzt müssen wir zum Unterhaltungsmodul. Alles rot. Wer bist du denn, Waglu-Soldat? Geht es euch gut? Tot. Das ist doch schon mal was. Ja. Ich wurde von einer Granate getroffen und konnte gerade noch in Deckung springen. Junge, Junge, Junge. Hast du Probleme? Wo sind eure Kameraden? Sie sind unterwegs zum TSF-Büro. Es geht nur mühsam voran. Die Sith sind überall. Bleibt hier, wir besorgen euch einen Arzt. Könnt ihr kämpfen? Das hat keinen Sinn. Ich habe einen Splitter im Bauch. Wenn ich mich bewege, habe ich das Gefühl, jemand rührt meinen Magen um. Ausreden und Schwächen sind hier jetzt fehl am Platz. Los! Ich schaffe keine 5 Schritte. Ich halte euch nur auf. Dann erlöse ich euch vor eurem Leid. Was? Major Rican wird euch erschießen lassen. Dann müssen wir wohl dafür sorgen, dass er nicht davon erfährt. Dass ich verletzt bin, heißt nicht, dass ich euch nicht töten kann. Nun denn, das war's. Das war's, mein Guter. Aussage. Manchmal bringen ihre Taten meinen Verhaltenskern zum Glühen, Meister. Das freut mich. Oh, der ist so oder so anscheinend schon relativ böse. Das freut mich. Das freut mich. Modultür. Hallo. In die Kantine können wir nicht rein. Ist da hinten noch einer? Oh, Tatsache. Das wäre es jetzt, wenn... Wie hieß der noch? Dobo oder so, wenn der jetzt hier so kauern würde. Das waren noch Zeiten, wo wir hier waren, Leute. So am Boden. Leute, hilf mir. Nia, bitte. Und dann hätte ich ihn abgeschlachtet. Mega. Ein toter Soldat. Noch eine Leiche. In die Kantine kommen wir ja eh nicht rein. Kommen wir hier hoch mal diesmal? Oh, tatsächlich. Ich glaube, früher konnte man nicht hier lang. Ah doch, ich glaube schon. Was ist los? Oh, ein Sith. Keine Chance. So, jetzt mit Nachtblitzen geht's einfach immer noch am schnellsten. Neuen Tagebucheintrag. Du hast den Onderon-Soldaten im Kampf gegen die Sith unterstützt. Also haben wir hier aufgeräumt, oder wie? Oh, der hier Laserschwert. Ich glaube nicht, dass es stärker als Visa ihres sein wird. Ein paar Credits. Gibt's hinten noch was zu holen? Oh, Leute, hier waren wir gefangen gewesen. Da haben wir auf Telos hier gestartet. Und jetzt stehen wir wieder hier als ein richtig böser Waffen-Motherfucker. Waffenkammer. Gibt's da noch was zu holen? Nee. Laufen wir mal hier hinter. Vielleicht was Verstecktes? Auch nicht. Gut, dann gehen wir zu den Docks. Wir folgen eurem Angriff. Diese Fußsoldaten werden euch an Bord der Ravager wenig nützen. Lasst uns Mandalorianer euch in die Schlacht zum Sieg führen. Gehen wir. Galborn, Zuka, ihr kommt mit uns. Ihr seid nicht allein. Ich weiche nicht von eurer Seite. Gut, bleib in meiner Nähe. Genau das habe ich vor. Na, die Wiese habe ich immer noch am liebsten, Alter. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Jo, und den HK-Druiden. Keine Ahnung, wieso die mich nochmal gefragt haben. Sind eure Vorbereitungen Gehen wir.
Sir, wir haben ein Sith-Kriegsschiff auf 12 Uhr. Es greift die Citadel Station an. Lassen wir die Falle zuschnappen. Feuer auf das Schlachtschiff konzentrieren. Red und Blue Wings, Sie kümmern sich um die Jäger. Sir, auf diese Entfernung richten unsere Geschütze nichts aus. Gegen seine Feuerkraft haben wir keine Chance. Aber wir müssen es von Telos weglocken. Sir, es feuert weiter auf die Citadel Station. Die Station kann ihre Umlaufbahn nicht mehr lange halten. Ich bin mir der Situation bewusst, Lieutenant. Und ich habe nicht vor, Telos ein zweites Mal zu verlieren. Und ich kenne dieses Schiff. Es war auf Malachor 5. So. Die scheinen uns zu erwarten, meine Lieben. Los, Mandalorianer, zerfickt sie! Und dann steht einfach dieser Motherfucker da. Bäm, seht euch das an. Es ist aufgeräumt. Macht ihr da mal keine Sorgen. Mandalore, wir sind in das Schiff der Sith eingedrungen und sichern jetzt das Gebiet. Das Schiff hat schwere strukturelle Schäden. Aber die Partikelfelder erhalten im Inneren des Schiffs noch eine minimale Atmosphäre aufrecht. Und unsere Fracht? Wird an Bord gebracht. Bald schicken wir Teams zu den Zielpunkten. Haben die Truppen der Republik etwas? Nein, Mandalore. Die Protonenkerne senden keine Signatur, die von republikanischen Schiffen entdeckt werden könnte. Wenn sie das Signal abfangen, werden sie denken, es stammt von den Raketenrohren auf diesem Schiff. Habt ihr die ID-Signatur des Schiffs? Ihr hattet recht, was das Schiff angeht, Mandalore. Es war auf Malachor. Es trägt noch immer die Wunden mandalorianischer Waffen. Bringen wir die Sache zu Ende. Erinnern wir die Galaxis an Malachor 5. Was sollte das denn? Nichts, worum ihr euch sorgen müsstet, Sith. Kommt ihr mit mir? Werdet nicht sentimental. Ich traue euch einfach nicht zu, die Aufgabe allein zu erledigen. Seit 10 Jahren warte ich darauf. Jetzt erledigen wir die Sache auf die altmodische Art. Uhuhu. Also gut. Du hast den anderen Soldaten im Kampf, weiß ich. Finde Darth Nihilus auf der Brücke der Revenger und besiege ihn, bevor sie Telos vernichten kann. Braucht ihr etwas? Ach, Mandalore. Automatische Levelaufstieg, das wird reichen. So, ich wollte nochmal schnell gucken, wie stark das Laserschwert ist, was wir da bekommen haben. 2 bis 24. Ja, das ist nicht so stark. Okay. Hey, ich kämpfe ganz sicher nicht mit einem. Wo ist mein anderes? So, ist gut. Okay, ich bin mal gespannt, wie es hier so ablaufen wird. Ja, die sind alle ziemlich schwach hier. Ach, so stark ist das gar nicht. Das ist cool hier oben. Einfach so auf so einem Sith-Kriegsschiff. Hey, da hat noch Überreste. Oh! Komm schon, man weiß ja nie, ob man die braucht oder nicht. Norris-Robe. Eine Jack Norris-Robe. So, wir folgen dem Pfad. Ah ja, dass der Mandalore mal was macht, ist ja unglaublich. Der rennt erst da rein und dann... Oh Gott. Wir werden hier Raum für Raum auseinandernehmen. Mit dem Laserschwert kommt fast in jede Tür rein, habe ich das Gefühl.
Nichts zu holen. Nun denn. Oh, da war, ist noch was. Guck mal hier. Nichts Besonderes trotzdem. Nun denn, wir ziehen weiter. Ich find's cool hier oben. Boah, das geht ja fast noch schneller, wenn ich so mache. Da ist noch einer. Ja, ich brauche da fast nicht mal meine Spezialangriffe. Da kann ich einfach durchrennen hier fast. Ich bin einfach wahrscheinlich zu hochlevelig. Hochrangig, wollen wir so sagen. So. Ich dachte, man kriegt hier vielleicht ein paar coole Sachen. Sind die überhaupt noch... Also es sind ja nur Sith-Krieger, aber hat es auch Sith hier auf dem... an Bord des Schiffes? Oh. Ihr habt einen der Zielpunkte erreicht. Platziert den Protonenkern, macht ihn scharf und gebt das Signal, Mandalor. Einen Protonenkern scharf machen. Ah, was muss man denn hier machen? Wir haben das Signal empfangen, Mandalor. Der Protonenkern ist aktiv. Wir müssen noch 3 Ladungen platzieren. Mandalor, wir halten unsere Position. Ah. Aber die Sith scheinen wenig Widerstand zu leisten. Als wüssten sie nicht, dass wir hier sind. Bleibt wachsam. Okay, sag mal hier. Du hast den ersten Protonenkern platziert. Bleiben noch 3. Also anscheinend muss ich hier von innen so Ladungen platzieren, damit die das Schiff von innen heraus zerstören können. Er hat keine Chance. Okay. Ich verstehe, was ich hier tun muss. Ich glaube wirklich, dass ich die alle so im Nahangriff... Oh. Die gehen, glaube ich, so doch schneller. Boah, dieses Todesfeld, das ist ja mega, wie mich das hochhält. Töte ihn. So, schön noch alles hier rausholen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich bin auf das Plündern inzwischen gar nicht mehr wirklich so angewiesen. Aber am Ende braucht man dann irgendwelche Teile, wie vorhin bei dem Schiff vom Goto. Und dann bin ich der Gefickte wohl. Ja. Warte, was haben wir denn hier noch so? Plus 3 auf Plastergeschütze, verschiedene Objekte werden sich positiv und negativ auf die Fähigkeiten aus. Der Charakter ist überaus robust und erhält bei jedem Level auf die ganz zusätzlichen Gesundheitspunkte. Ah, das machen wir. Mhm. Okay, okay. Machtblitze. Was war das hier? Machtunterdrückung. Nee, Machtentzug. Finde ich auch nicht so gut. Weil Macht haben wir eigentlich relativ viel. Wiederbeleben brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Machtwiderstand auch nicht. Was haben wir hier? Machtaura. Setzt an hier die Macht und verbessert sie in der Rettungswürfe und verteidigen. Na, machen wir das Heilen. Annehmen. Und hier mache ich Machtform wieder rein, damit sie auch meine Macht schneller regeneriert. Weil ich kämpfe ja doch relativ viel mit der Macht. Gehen wir noch nach oben vorher, dann haben wir diesen Bereich hier komplett abgecheckt. Hier sind sicher jetzt auch noch welche, habe ich mir gedacht. Ah, aber er macht schon weniger Schaden, das merke ich den Unterschied. Oh, da täuscht das jetzt nur. Ja, der hatte vielleicht vorher nur Glück gehabt, der eine Soldat. Ich verzichte jetzt echt mal ein bisschen auf das Plündern, glaube ich. Überreste. Ah, hier sind die. Hier haben die angefangen, glaube ich. Oder? Ich glaube, hier gibt es nichts mehr groß zu holen. Nee. Hier komme ich nicht mehr raus. Gut, dann haben wir den Teil komplett erkundigt. Das müssen wir noch dann nach Osten. Ah, ein großer Spind. Ja. Bei so Sachen gucke ich doch dann doch noch manchmal gerne rein. So. Also, schauen wir doch mal. Okay. Gehen wir mal weiter.
Wollen wir schon da hochgehen, oder? Laufen wir mal. Hier unten schauen wir doch erstmal hier. Was haben wir hier? Nur wieder so eine Kammer einfach. Ah, da ist versperrt. Komm, dann gehen wir mal hier rein. Begrüßen wir die mal. So. Das wird euch eine Lehre sein. Aha. Die Ehre liegt bei mir. Ah ja, ihr habt die aber lang gebraucht. Bei denen kann ich inzwischen auch. Gut. Genau, das müsste sowieso dann hier die andere Seite sein. Boah, Raketen. Dieses Protokoll ist eingerastet und kann nicht entfernt werden. Wenn du es trotzdem versuchst, explodiert er. Also lass lieber die Finger davon. Apropos Finger davon und explodieren, ich speichere mal ab. Man weiß ja nie, was passiert. Ich erinnere euch an die Jedi-Enklave, wo wir den Computer falsch aktiviert haben und dann einfach alle verreckt sind. Und dann mussten wir alles nochmal machen. Meisterzorn. Oh, nicht schlecht. Da kommen wir nicht rein. So, und hier waren wir gewesen. Okay, gut. Dann schauen wir nochmal hier. Spind. Sieht aus wie Schlafkabinen. Da kommen wir auch nicht rein. Hier. Ihr habt einen der Zielpunkte erreicht. Okay. Platziert den Protonenkern, macht ihn scharf. Ah, super. Super. Wir haben das Signal im... Noch zwei Stück. Verstanden. Nicht weitermachen. Wir werden uns mit letzter Bewacht weiter in den Eingang. Okay, jetzt muss ich nur noch zwei platzieren. Also es ist wirklich wichtig, dass man das ganze Schiff hier gut erkundigt, weil... Ich meine, diese Ecke hier, das... Es sei denn, die sind schon vorher irgendwie gekennzeichnet. Sonst wird's echt, sonst ist es echt schwierig, die zum Teil zu finden, wahrscheinlich. Zu einfach, zu einfach. So. Hier könnte vielleicht noch eine Stelle sein, nicht? Nee, auch nicht. So, schauen wir doch mal. Da, 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 da. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier rein. Zuerst hier. Da ist nichts. Es sei denn, da müssten wir den Protonen klären. Nee, auch nicht. Hier links. Oh, das könnte eine Stelle sein. Ihr habt einen. Perfekt. Wir haben. Oh, was ist jetzt los? Was zur Hölle war das? Ich habe gesagt, ihr sollt warten. Mandalore, wir hatten Feindkontakt. Einer der Kerne ist vorzeitig detoniert. Wo? Im Zielgebiet? Nein, Mandalore. Wir haben versagt. Ich opfere meinen... Haben wir noch einen Kern? Nein, Mandalore. Die anderen beiden Kerne würden nicht ausreichen, um das Schiff zu zerstören. Wir müssen einen neuen Protonenkern finden. Oder herstellen. Also gut. Wartet auf mein Signal. Noch ist es nicht vorbei. Und bringt euch nicht selbst um, bevor ich es euch sage. Okay.
Du hast den dritten Protonenkern platziert, bleibt noch einer, den es gibt. Ein Problem, einer der Kerne ist bei der einen Kampf mit den Sith-Lotsen. Du musst also einen neuen finden oder bauen, wenn du die Revenger zerstören möchtest. Ja, bauen wir mal einfach so einen Protonenkern. Vorhin war doch da einer gewesen. Ja. Also gut, erstmal platzieren wir jetzt den anderen. Gucken wir, tun wir erstmal das Schiff fertig erkunden. Wollt ihr mich töten? Die letzte Kränkung, mir Onderon, meine Soldaten, meine Heimat zu nehmen. Nur damit ich hier sterbe. Wenn ihr sterben wollt, dann wäre es mir ein Vergnügen. Dann tut es. Für mich gibt es hier nichts mehr. Meine Hoffnung für Onderon ist verloren. Tötet mich, bevor sie mir für immer entrissen wird. Schön, macht euch bereit zu sterben. What the fuck, was ist denn hier los? Oh, der ist stark. Heieiei. Boah, aber jetzt zocke ich echt viel mit Meisterhafter Zorn. Oh, nicht schlecht. Er hatte es verdient. Sehr schön. War ja übel. Der hat echt mega viel eingesteckt. Okay. Okay. Da steht einfach der Colonel Tobin da um die Ecke. Also mit den letzten Protonenkleinen müssen wir wahrscheinlich da unten irgendwo platzieren. Yep. Oha, oha, oha. Ja, chills, ist gut. Na, ist der Mandalor mal was macht. Da ist das Schiff wieder zerstört. Ich nehme aber an, gerade hier rechts müssten wir den Kern. Nee. Doch nicht. Zeig mal Karte. Oh, warte, was war das hier? Bombenposition. Ah, doch, hier. Gerade hier in der Ecke da hinten. Hä? Okay, es passiert aber nichts, wenn wir da hingehen. Nun denn. Diese Tür führt zu meiner Zelle. Ich hatte es vergessen. Es soll vergessen bleiben. Wir müssen weiter. Natürlich. Gehen wir weiter. Das ist nicht mehr meine Heimat. Gut so. Ich will trotzdem rein. Oha, die scheint so eine Art Meditationsraum zu haben oder so. Nicht schlecht. Unter der Oberfläche liegt die Macht. Wo einst eine von der Macht durchzogene Welt war, liegt nun eine trockene Einöde. Aus dem Tod einer ganzen Welt entsteht große Macht. Meine Hände mögen Hass, meine Augen Rache sein. Ihr werdet alle gerecht und der Schuldige getötet. Nichts hält mich mehr hier. Interessant. Visa hat sich ihrem Rachelüsten hingegeben und ist der dunklen Seite verfallen. Ihre Verbindung zur Macht ist dadurch stärker geworden und sie bekam einen Bonus auf ihre Machtpunkte.
Sehr gut, Visa, sehr gut. Hey, da kann ich das auch machen? Kann ich mich auch da hinsetzen und werd stärker? Geht das? Nicht? Schade. Na gut. Schauen wir doch mal, was da zu finden ist. Okay, anscheinend nicht so viel. Gut, meine Leute, dann würde ich sagen, beendet mir an dieser Stelle das Let's Play. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht auf der Ravenger, dann, oder Ravenger, ach, wie auch immer das Schiff heißt, hoffe ich, dass ihr dran bleibt und schaltet auch beim nächsten Part ein. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, haltet die Ohren steif und ciao!